Hallo, wir sind zurück mit einem neuen Pokémon Go Guide. Ihr habt ein wenig auf mein neues Video warten müssen, denn ich war 4 Tage in Holland und habe dort Pokémon gejagt. Aber jetzt sind wir zurück mit einem neuen Video, diesmal zum Thema Power Leveling in Pokémon Go. Denn in Pokémon Go sollte es euer oberstes Ziel sein, euer Trainerlevel so schnell wie es geht aufs Maximum zu bringen oder zumindest auf Level 20, 30 hoch. Denn die Kampfkraft eurer Pokémons, der maximale WP oder CP, ist abhängig von eurem Trainerlevel. Außerdem werdet ihr feststellen, dass umso höher Level ist, umso stärkere Pokémons werdet ihr in der Wildnis zu sehen kriegen und auch fangen können. Außerdem bekommt ihr mit jedem Level-Up Gegenstände geschenkt und manche davon bekommt ihr sonst nur für Echtgeld im Pokéshop. Um jetzt aber zu gucken, wie ihr am effizientesten levelt, sollten wir uns zunächst betrachten, was gibt im Spiel die meiste Erfahrung. Und die meiste Erfahrung im Spiel bekommt ihr für das Ausbrüten der 10 Kilometer Eier. Ist ein bisschen umständlich und in der Regel hat man davon noch nicht so viele, also nicht so eine verlässliche Quelle für Erfahrung. Gucken wir uns mal die zweitbeste Quelle für Erfahrung an. Und da kommt zum einen das 5 Kilometer Ei ausbrüten. Davon haben wir in der Regel schon genug. Ansonsten ist es auch das Fangen von neuen Pokémons. Denn ihr bekommt, wenn ihr ein Pokémon fangt, das ihr noch nicht hattet, eben ganz einfach einen XP-Bonus für den Eintrag in euren Pokédex. Und danach kommt auch schon das ganz einfache Weiterentwickeln von Pokémon. Also ihr schnappt euch Taubsi, entwickelt ihn schon weiter, bam, Erfahrungsbonus. Das Weiterentwickeln ist somit auch einfach der leichteste Weg, damit auch der beste Weg, Erfahrung zu sammeln. Denn es ist auch komplett egal, ob das Weiterentwickeln 12 Candies kostet, 24, 50, 100.000, was auch immer. Der Erfahrungsbonus fürs Weiterentwickeln bleibt gleich. Es ist auch komplett egal, ob ihr von Stufe 1 auf Stufe 2 entwickelt oder von Stufe 2 auf Stufe 3 entwickelt. Komplett wurscht, der Erfahrungsbonus bleibt gleich. Und daraus ergibt sich dann ganz einfach, dass die besten Pokémons zum Leveln, die Erfahrung, die wir natürlich auch schon gemacht haben, Taubsis, Raupis oder Hornlios sind, denn von denen braucht ihr jedes Mal 4 Stück, um eine Weiterentwicklung zu machen zu können. Das heißt, ihr fangt 4, schickt 3 zum Professor und den 4. entwickelt ihr einfach weiter und schickt ihn dann irgendwann wieder zum Professor, um wieder ein neues Candy dafür zu kriegen. Außer ihr wollt natürlich die nächste Illusionsstufe auch noch kriegen, um den Bonus für den Pokédex-Eintrag zu bekommen, falls ihr den noch nicht habt. Taubsis, Raupis und Hornlios sind einfach die häufigsten Pokémon, die ihr so finden werdet. Ich meine, wer kennt's nicht? Der ganze Pokémon-Sack von 250 Stück ist voll mit den Dingern und ihr müsst die eh reihenweise schrotten. Also am besten weiterentwickeln für Erfahrung. Dafür sollten wir aber jetzt noch das Lucky Egg benutzen. Das Lucky Egg ist ein Gegenstand, den ihr einfach zünden könnt, der euch dann für 30 Minuten die doppelte Erfahrungspunkte gibt. Es ist ein Gegenstand, den ihr normalerweise sonst nur im Pokéshop für 80 Münzen kaufen könnt. Allerdings bekommt ihr ihn, wenn ihr das Level 9, 10, 15 oder 20 erreicht, ganz einfach geschenkt. Also, wenn ihr es euch gesehen habt, die Level habt, checkt mal euer Inventar aus. Wenn ihr das Lucky Egg aktiviert habt, gibt es für jede Weiterentwicklung eines Pokémons 1000 Erfahrungspunkte. Also solltet ihr auch möglichst viele Pokémon-Entwicklungen ansparen, dass ihr die 30 Minuten eben auch möglichst effizient nutzen könnt. In dem Video, im Hintergrund, was ihr hier seht, habe ich das Ganze gemacht gehabt. Also es ist tatsächlich eine 30-Minuten-Session von mir, extrem stark beschleunigt, am Ende ein bisschen abgekattet, weil ich jetzt nicht so viel rede. Das reicht, aber weiterentwickelt Taubsi und hat mich dann im Endeffekt um 44.500 Experience ungefähr reicher gemacht. Wichtig war eben, dass ich schon genug Pokémon zum Weiterentwickeln im Vorrat hatte. Außerdem habe ich mich zwischen 3 Pokéstops gestellt. So konnte ich dann alle 5 Minuten eben die Pokéstops nutzen und habe dann für jeden Pokéstop dann auch nochmal 100 XP bekommen, denn der Lucky Egg Bonus für die doppelte Erfahrung, den bekommt ihr für jegliche Erfahrungsquelle, also auch fürs Fangen von Pokémon, für das Werfen eines Curveballs, für Aktivierung eines Pokéstops, für das Ausbrüten von Eiern, alles wofür Erfahrungspunkte
bekommt, kriegt ihr den doppelten Wert dank des Lucky Eggs zugeschrieben. So, ich hatte das Video gestartet mit Level 13 bei 5679 XP und nach der Lucky Egg Session war ich Level 16 mit 15159 XP, also hat sich derbe gelohnt, das Ganze durchzuziehen. Wenn ihr einfach mal aus, wenn ihr schnell leveln wollt, ist das die beste Methode, nach oben zu kommen. Das gilt nicht nur für das Early Game, wenn ihr gerade Level 9 geworden seid und euer erstes Egg bekommt, das ist auch nach hinten raus mit Level 20, 30 immer noch die beste Quelle, Erfahrung zu sammeln. Also, wenn ihr es auch schafft zu timen, ein 10 Kilometer Ei fertig zu kriegen, wenn ihr beim Nutzen des Lucky Eggs ein bisschen bewegt, dann kriegt ihr natürlich da auch nochmal den Bonus drauf, was auch dicker Schub nach vorne sein sollte. Spielt ein bisschen rum, schaut, mit welchen Pokémon es für euch hinkommt. Und ja, wenn euch das Video informativ oder hilfreich fandet, dann lasst mir noch ein Like da. Wenn ihr vielleicht sogar noch ein paar mehr von meinen Guides, die immer wieder ein, zwei Tage kommen, sehen wollt, dann lasst mir noch ein Subscribe da. Und ansonsten, gotta catch 'em all und bis zum nächsten Video. Ciao.